Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ah, die Memories. Hallo Welt, hier ist ganz weit 3 und 4 mit einem neuen Display-Projekt. Es ist endlich da. Ich spiele The Binding of Isaac Rebirth. Ah, ich freue mich. Na gut. Ja, Isaac. Wer es nicht kennt, sollte gehen. Ah, ich kann schon nicht aufhören zu grinsen, das ist schrecklich. Ja, Story haben wir gerade gesehen. Isaacs Mutter hört Gott. Gott sagt, bring Isaac um. Isaac flüchtet in den Keller. Story Ende. Ich spiele mit einem Gamepad. Mit 2 Analogsticks. Was Rebirth ja unterstützt. Challenge-Modus machen wir noch nicht, der gibt es später erst. Man kann, wie man hier sieht, bergeweise Items freischalten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach einen neuen Run an. Wir haben... es gibt einen Hard-Mode, das sehe ich jetzt erst. Wir haben verschiedene Charaktere, die wir freischalten können. Am Anfang haben wir aber nur Isaac. Er ist quasi der Arounder im Spiel. Ist es eine Bibel? Das ist sowas wie ein Pentagramm. Ja, ich habe schon ein Stockwerk gespielt, zum Testen, ob alles geht. Und wir sind Isaac. Mit dem linken Analogstick können wir durch die Gegend laufen. Mit dem rechten bestimmen wir nicht richtig, wir schießen. Ja, wir schießen Tränen übrigens. Wir haben Bomben. Die habe ich auf Alliance gelegt. Und die können wir halt benutzen, um Sachen zu sprengen, was ich jetzt zeigen will, weil ich habe nur eine Bombe. Hier links sehen wir das Interface für unsere Items. Oben ist Geld. Da haben wir schon Bomben, die wir haben, und einen Schlüssel. Hier oben haben wir unsere Herzen, die zeigen, wie viel Leben wir haben. Und hier drüben ist die Karte. Und die kann ich mit einem Knopfdruck auch größer machen. Ich weiß nicht, ob man das bringt. Und goldene Türen sind Schatzräume, da gibt es Items zum Ausrüsten. Und das. Ich glaube, das ist neu. Es gibt, soweit ich weiß, doppelt so viele Items in Rebirth wie im Original, also eine Menge. What a baby. Der spawnt fliegen. Cool. Ganz im Ernst, wer Isaac nicht kennt, der
Wo habt ihr die letzten Jahre verbracht? Im Keller? Unter den Steinen? Keine Ahnung. Ist das so eine Fliege wie von Infestation? Keine Ahnung. Ja, das Spiel ist übrigens auf Englisch. Ich werde das alles übersetzen. Oh, Fliegen. Ja, es sind andere Fliegen. Oh, wie cool. Das ist ein geiler. Das ist eine Vase. Warum ist das eine Vase? Muss ich die sprengen? Nee, das bringt nichts. Okay. Hier drüben wäre ein Shop, aber ich habe keinen Schlüssel, um ihn zu öffnen. Und dennoch kein Geld, um das zu kaufen. Wow, Fliegen. Das sind Doppelfliegen gewesen. Wenn die sterben, dann sind zu normalen Fliegen. Die zwei normalen Fliegen. Es gibt, hab ich schon gesehen, graue Fliegen. Die haben 1 HP und fliegen nur durch die Gegend. Und rote Fliegen haben 2 HP und verfolgen mich. Hier sieht man es, die grauen fliegen einfach durch die Gegend, die roten greifen an. Oder tun so. Das sind Häufchen, wenn wir die verschießen, kommen wir mal zurück raus oder auch nicht. Da ist eine Münze drin gewesen. Yay, Link. Ah, oh, dieses Spiel läuft so flüssig. Ah, oh, ich freue mich. Jetzt haben wir wieder eine Bombe und einen Schlüssel. Ah, ja, Emil, wer es nicht weiß, was bist du? Hallo? Sind das... Keine Ahnung. Das ist eine Boss-Tür. Hinter einer Boss-Tür wartet ein Boss, logischerweise. Ich kämpfe gegen Monstro, okay. Monstro kann... sowas. Und er kann springen. Oh, die neuen Soundeffekte sind... Was? Die Welle, ha, wie cool. Ja, dieses Spiel sieht tausendmal besser aus als das Original. Und ich mache ordentlich Schaden. Wow, Licht von oben. Haben wir das bei der Podcast? Boom, verexplodiert. Oh, die Kiste. Stuff. Okay, schauen wir mal. Eine Bombe, eine Münze, einen Schlüssel. Dann haben wir eine Tarotkarte. Die hat 2. Wir haben eine. Ah, stimmt. Ach, da unten sind es die Pillen. Okay. Also unten rechts in dem Slot können wir entweder eine Pille oder eine Tarotkarte. Weil sie eine Spielkarte tragen. Die Herz 2 macht, dass wir unser aktuellen HP verdoppeln. Also wir haben jetzt 3 HP, das heißt 5, weil unsere Herzpunkte dafür sind. Aber hätten wir nur 1,5 und würden das Herz 2 benutzen, hätten wir wieder volles Leben. Das ist eine Pille. Und was die Pille macht, weiß ich nicht. Das erfährt man erst, wenn man sie benutzt. So. Herz down. Oh, sehr gut. Wir haben den Herzpunkt verloren direkt. Und das ist ein Trinket. Ah, jetzt wird es angezeigt, was die Trinkets auch machen in etwa. Trinkets sind unten links. Ich habe jetzt den platten Penny. Den kenne ich ja glücklicherweise bereits aus dem Original. Der platte Penny macht, dass wir manchmal Schlüssel bekommen, wenn wir Münzen aufheben. So. Nächstes Stockwerk. Man sieht, oh, hier zwischen den Stockwerken, Isaac in einem Albtraum. Oben sehen wir die Anzeige, wie viele Stockwerke es gibt. Am Ende des letzten Stockwerks ist der Endboss quasi, den wir besiegen müssen. Also Isaacs Mutter, Mom. Das sind... Alter, man, die kriegen Schaden. Das waren Typen mit geschlossenen Augen. Die sind zu Beginn langsam und werden dann schnell, sobald sie einen sehen. Das ist... Du bist neu? Okay. Ein Goldschlüssel. Goldene Schlüssel sind für den Rest des Schocks und endlich Schlüssel quasi. Soundeffekte. Das ist eine Fluchtür. Wenn ich da durchgehe, nehme ich Schaden. Ein halbes Herz. Ah, dahinter ist halt eine Kiste und die will ich haben. Und hier drin ist ein Spirit Heart. Spirit Hearts sind blaue Herzen. Die können wir zusätzlich zu unseren Herzcontainern sammeln. Und ja, wenn wir sie verlieren, sind sie halt endgültig weg. Das heißt, wir können nicht wieder auffüllen. Zwei sogar. Und ich habe gesehen, man kann einen Charakter freischalten, einen neuen, wenn man 4 Spirit Hearts hat. Jo. Ah ja. Da hat man gesehen, das war der flache Penny, der das macht. Das ist praktisch. Goldene Schatztruhen? Oh, nein. Das war dumm. Schlüssel, um sie zu öffnen.
Aber sie enthalten halt ziemlich gute Loot. Wie zum Beispiel der Schlüssel. Das sind Fliegen. Großvaterfliegen nennt man sie. Eine Goldmünze. Weil so man die gemacht hat. Ist das der Rebag? Was ist das? Das sieht neu aus. Was wollte ich sagen? Ach ja, Großvaterfliegen schießen Kugeln auf einen. So, die Touch. Okay. Das kenne ich nicht. Was denn hier? Ah! Panik! Gegner, die ich kenne! Und habe ich da gerade. Ich weiß es nicht. Ihr seid dick. Ihr seid tot. Ohne Bombe. Bombe. Ja. Das sind orange Flammen. Die schießen manchmal auf einen. Und was ich noch zeigen kann, kurz, wenn man seitlich läuft und schießt, fliegen die Kugeln auch in so einer Kurve. Das ist manchmal ganz praktisch. Na komm, schieß. Da sind in der Mitte sind Stachelblöcke des tödlichen Todes, die einen töten. Wenn man sie berührt. Ich glaube, die sind schneller als früher. Da oben ist wieder ein Shop, aber ich kann mal reingucken. Shop. Ein Schlüssel und eine Pille. Nehmen wir mal die Pille. Und schauen, was sie macht. Puberty. Ich habe Haare bekommen. Sehr gut. Was ist das hier oben? Spenden steht drauf. Okay. Was auch immer das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Und ich, jemand ist zu sagen, ich gehe auch absichtlich anderen Let's Plays und Videos und dergleichen von diesem Spiel aus dem Weg. Oder der falsche Knopf. Weil ich eben das Spiel so weit es geht nicht spielen will. Denn das ist der Reiz von seinen Spielen. Ich sollte vielleicht mal das Genre erwähnen, ja. Ach, das ist so ein neuer großer Raum. Wie gesagt, im Original nicht. Der ist jetzt bald doppelt so groß wie ein normaler Raum. Mit halt mehr Gegner und allem. Das sind kopflose Typen gewesen, die schießen mir mit. Das waren die ohne Blutfontäne. Das heißt, die laufen einfach nur durch die Gegend. Das sind Fleischspatzen, die schießen in alle Richtungen und halten ziemlich viel aus normalerweise. Das wäre nicht ihr habt doch keine. Die schießen einfach immer, okay? Wo war ich? Ich habe vorhin eine graue Münze eingesammelt, das war ein Penny? Ne, Quatsch, nicht ein Penny, ein. Warte, ist das ein Dime? 5? Ich glaube schon. Auf jeden Fall war das 5 Münzen. So. ja, das war das Stockwerk. Gehen wir zum Boss. Larry. Okay. Bisher kann ich zumindest noch alle Bosse. Wow, das ist ein einzelner Langer. Das habe ich auch noch nie gesehen. So, okay. Larry Junior, wenn man seine Segmente trifft, wird er geteilt und es werden mehr. Und er macht Häufchen überall hin. Oh, das Spiel sieht so schön aus. Das ist krass. Ja, man bedenkt, wie die Leute, als sie erst ein Bild rauskamen, abgedreht sind, weil das angeblich pixelig wäre. Aber, haben Item freigeschaltet. Ja, das ist auch so eine Sache. Indem man verschiedene Zeug macht, schaltet man verschiedene weitere Items frei, die man später noch kriegen kann. Ist die Tür wieder offen? Ja, die sah wie zu aus. Wow, Slowdowns. Warum hat die plötzlich nur 30 FPS? Okay. Na gut, nächster Stoppel. Ah, dieses Spiel sieht so gut aus. Vor allem mit dem Filter an. Oh. Das ist eklig. The Cave. Oh, diese Musik. Und wenn man ein bisschen hin hat, wird doch merken, dass das Spiel. Okay. Dynamische Musik hat. Das heißt, jetzt ist die Musik so. Und wenn ich dann in einen Raum mit Gegnern gehen würde, würde sich die Musik entsprechen. Und ich habe noch einen Schlüssel, das geht nicht. Und das hier ist ein Schlüsselblock, der geht nur, wenn man einen Schlüssel benutzt.
Ich habe nur einen Schlüssel, den ich mir aufgeben. Ein Kampfraum. Leitwunde, okay. Kampfräume öffnen sich nur, wenn ich volle HP habe. Maden. Das sind dicke Maden, die schießen Kugeln. Sind voll harmlos. Für mein Popcorn. Die laufen vor allem weg und schießen Fliegen. Und wenn sie sterben, lassen sie manchmal Fliegen frei auf. Oder meistens, keine Ahnung. Ach ja, richtig. Was sie von das sind Turrets. Die sind, wenn sie um sind, sind sie verwundbar. Aber wenn sie oben sind, kann man sie treffen. Und die sind schneller geworden, habe ich das Gefühl. Die waren damals nicht so aggressiv. Den Film war ich noch ein bisschen aus. Denn da Rockmusik übrigens. Ist so eine Sache, wenn Isaac einen Gegenstand aufhebt, da hält er ihn kurz über seinen Kopf. A la Link. Paralysis. Kenne ich gar nicht. Luck up. Ja, Glück ist ein weiteres. Wow! Das war eine Menge Trollbomben. Na, darum hat es ja mal gar nicht gelohnt. Au. Oh. Böse Stachel. Was ist so? Doppelmaden. Okay. Die machen eklige Geräusche, wenn sie schießen. stopp, bitte. Bitte. Danke. Der wäre ein halbes Herz, aber. Hm. Das sind die Fliegen. Okay. Die sehen ja mal völlig anders aus. Das ist ein bisschen großer Raum. Wow. Hier wäre der Shop. War der Milch noch nicht? Nee, Moment. Das sind die. Das heißt, es gibt jetzt. Oder wann ist da die Köpfe? Ich weiß es nicht. So viele Gegner auf einmal. Ich weiß gar nicht, wenn es erklären soll. Hier wäre der Postraum, aber ich will jetzt das Item haben. Bombe. Wow. Okay. So, Schatzkammer. Was ist denn das? Ist das? Bob's Brain. Der fliegt also in die Richtung, die schieße und macht nichts. Okay. Die Bob-Items waren eigentlich immer explosiv gewesen. Jo, das ist eine Bombe. Ah! Und das ist er weg, oder was? Jetzt ist er weg. er spawnt nach einer Weile. Okay. Aber er explodiert nur, wenn der Gegner bedroht. Das ist mal ein interessantes Problem. Das ist hart. Gehen wir nochmal zurück. Ich hab 10 Schlüssel. Okay. Da ist eine Tarotkarte und das ist der Gehängte. Mögest du Erleuchtung finden? Okay. Dann nützt mir aktuell nicht so viel. Wohl doch hier. Mit dem Gehängten können wir einen Raum lang fliegen. Hier wir Geld von und einen Schlüssel und das bringt noch mehr Schlüssel und Schlüssel, 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 Schlüssel. Schlüssel everywhere. Das ist ein ziemlich großes Stockwerk. Und war! Nein! Ultra, warum? Sunny Ultra Pride, was? Das will mich tot sehen. Zur Erklärung. Die linke Hand, natürlich. Es gibt Minibosse, die zufällig erscheinen können. Benannt nach den 7 Todsünden. Also Angel. Wrath, Pride, Envy, Greed und so weiter. Und von Pride und von allen Bossen, Minibossen, gibt es eine Super-Variante. Und von Pride gibt es noch die Ultra-Variante, die wir gerade gesehen haben. Das ist quasi der stärkste Miniboss im Spiel. Einfach mal so.
Und so, die linke Hand, macht das goldene Schatztruhen zu roten Schatztruhen werden. Ist jetzt nicht so praktisch. Es ist, ein extrem gutes Item, wenn man bestimmte Item-Kombos erzielen will. Aber, meine Zwecke jetzt nicht so oft. Ja. Der rostige Schlüssel macht das mehr Schlüsseltropfen, soweit ich weiß. Aber da ist der schlaffe Penny auf jeden Fall besser. Und das war's, oder? Yo. Wenn ich mich zurücklehne, sieht die 1 von den Schlüsseln aus wie eine 0. Das ist komisch. Aber Bobs Gehirn muss man echt aufpassen. Das ist verdammt gefährlich. Okay, Shop. Die Batterie. Warum kann ich nichts kaufen? Wenn die Batterie geändert wird, die funktioniert wahrscheinlich. Spenden wir mal noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, was das Spenden macht. Die blaue Karte. Ah, und jetzt ist das Ding kaputt auch. 10 Cent waren zu viel, da ist es überladen. Okay. Wo war ich? Ich hab's vergessen. Bosszeit. Megamore. Was zur Hölle? Wow. Yeah, lila Flammen. Oh, diese Beleuchtung. Ja. Wenn der Gegner tun ist, bedeutet, dass ich ihn vergiftet habe mit Bob's Brain. Die Bob-Items sind quasi alle exklusiv und machen alle Giftschaden. Ist das Cat und Ninetales? Ja. Das ist ein Damage-Up. Nice. Also wenn jetzt Cat und Ninetales halten, das macht, dass unsere Schüsse schneller durchs Bild fliegen. Das sehen wir vielleicht auch. Und wir machen ein bisschen mehr Schaden. Wo habe ich den Mond her? Okay. Oh. No! Kein Klopapier mehr! Ja, wird schon noch viel schneller, glaube ich. Das ist ein Boss. Ein Bosskampfraum. In den können wir nur rein, wenn wir ein rotes Herz nur haben. Ja, dafür sind die Blondotten. Das ist exklusiv Kampfraum. Ey, ihr spawnt Spinnen. Das ist neu. Ich glaube, das war gerade das Item, was ich im ersten am Anfang bekommen habe. Das macht also, dass ich Häufchen spawnen und getroffen werde. Okay. Wheel of Fortune. Dann mit dem Geld. Was macht nochmal der Mond jetzt hier? Irgendwo hin, glaube ich. Nämlich in den Geheimraum. Oh, Vollbombe. Nette Musik. Moment. Wie komme ich hier raus? Ach, dort ist eine Tür. Okay. Ja, Geheimräume. Geheimräume gibt es. Warum habe ich das geklinkert? Ach, weil ich auf den Spinnweben laufe. Okay. Geheimräume gibt es einmal pro Stockwerk. Und sie sind halt. Ah, Bob's Brain. sie sind halt versteckt. Und um sie zu öffnen, um das erste Mal zu finden, beziehungsweise, muss man eine Bombe benutzen. Und in der Regel folgen sie eigentlich einem Muster. Aber das hat der Geheimraum wohl ignoriert gerade. Das verstehe ich noch nicht so richtig. Die gehen runter, aber die anderen nicht. Was bringt mir das dann? Na gut. Ja, mal das wieder fortführen mit. Der ist immer noch zu. Ja, Zombies. Die sind relativ nervig, weil wenn man sie jetzt erstmal zerstört, werden sie zum Schleim. Und wenn man den nicht vernichtet, werden sie quasi wiederbelebt. Im Grunde könnte ich. Ja. Das ist ein Opferraum. Wenn ich über die Stacheln laufe, nehme ich Schaden. Dö. Aber mit ein bisschen Glück kann eine Kiste erscheinen für mich. Und im Grunde mache ich das jetzt.
damit ich auf ein Herz runterkomme, um den Bosskampfraum zu öffnen. Ach, Kampfraum, das klingt auf Deutsch so komisch. Mit der Goldkiste. Was ist das? Ich weiß es nicht. Hilfe! Das ist aber gut gemacht jetzt, der Ansatz. Dammit. Okay. Bobs Brain ist ein schlechtes Item. Das tötet mich. Gut zu wissen. Na gut. Ich würde, dann würde ich mal sagen, wir machen einen Run pro Video. Und ich bin ganz klar 43, das war Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ist endlich da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.